Hallo zusammen. Wir kennen uns ja schon. Freut mich, euch wieder was vorstellen zu dürfen. Und zwar wollen wir heute mit unserem tollen Topf von der Firma Rikon Kuhn aus der Schweiz, wollen wir euch zeigen, wie man Brokkoli darin gart. Wir haben jetzt unseren Brokkoli kleine Röschen gemacht und dann geben wir 100 Milliliter Wasser dazu. Und die genaue Beschreibung finden Sie immer bei den Töpfen dabei, dann in der Verpackung. Wir geben jetzt ein bisschen Kräuterpfeffer dazu und salzen das Ganze, dass es ein bisschen einen Geschmack gibt. Mit unserem tollen Kräuterpfeffer von Lumara. So, ein bisschen Salz. Und jetzt wird das Ganze so auf den Herd gestellt und wird aufgekocht, bis es dampft und sich der Deckel nicht mehr drehen lässt. Und dann schalten wir runter und es wird jetzt circa 5 Minuten lang gekocht. Und danach wird es einfach in diesen Warmhaltebehälter gegeben. Und dann hält es für 2 Stunden oder noch länger schön warm und wird dicht verkocht. Und ist also total toll, da bleiben alle Vitamine drinnen und wird wunderbar bissfest noch ein bisschen. Also wir schwärmen von diesem Topf. Heute sind wir Kochfreunde, keine Backfreunde. Und wir sind zwar keine Fernsehstars, so prominente Köche, aber wir wollen das werden. Wir probieren das jetzt heute mal mit unserem Gemüse. Die Simone hat Ihnen das ja schon gezeigt. Und dieser Topf ist ein Traum. Ich liebe diese Töpfe. Die habe ich schon viele, viele Jahre in meinem Haushalt. Natürlich nicht in diesem Design, das ändert sich ja auch laufend. Aber die Firma Rikon Kuhn ist eine ganz renommierte Firma in der Schweiz. Und was mir gefällt und was Lumara generell gefällt, dass diese Töpfe auch in der Schweiz hergestellt werden und die Lumara-Produkte natürlich auch zum größten Teil in Deutschland und in Europa. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für uns. Was Sie bei dem Topf beachten sollten, die Simone hat schon erklärt, wenn der Dampf aufsteigt, der Deckel sich nicht mehr drehen lässt, zurückschalten auf die kleinere Stufe oder auf eine kleinste Stufe, noch etwas garen lassen, aber das steht ja wie gesagt in der Beschreibung. Und dann stellen Sie das Ganze in diesen Garbehälter. Der darf nicht auf den Ofen. Ganz, ganz wichtig. Und hier können Sie das Ganze bis zu 2 Stunden durchziehen lassen. Ist gart fertig und es bleibt 2 Stunden heiß. Diesen Topf dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Ich verspreche es Ihnen, es wird Ihr Lieblingstopf. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, woher bekomme ich den Topf? Wenden Sie sich an Ihre Beraterin. Die Beraterin kann Ihnen sagen, wie Sie zu diesem Topf kommen. Haben Sie keine Beraterin, dann wenden Sie sich doch bitte an uns. info@lumara.de. Aber wie gesagt, der Topf darf in keinem Haushalt fehlen. Und wir zeigen Ihnen noch viel, viel mehr über den Topf. Aber alles Step by Step, eines nach dem anderen. Jetzt ist unser Brokkoli fertig. Schauen Sie, wie toll der aussieht. Und der hat noch wunderbar Biss, ist nicht zu weich und nicht zu fest. Der ist super zum Essen jetzt. Genau richtig gegart. Und den verwenden wir jetzt für unsere nächste Füllung.